Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, dem Doomsday und Call of Duty Black Ops 6. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, mich begleitet bei einer weiteren Folge. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir uns mit der Gilde angelegt haben und die Anführer da, wo anscheinend ausgeschaltet haben, oder einige von denen. Und ja, wir sind jetzt zurück ich nenne es mal Geheimzentrale, Versteck, was auch immer, und sind gerade dabei, mit Leuten zu reden. Deswegen, wenn wir das jetzt mal weitermachen, let's go. So, Wutz lässt es gut gehen. Was erzählt er denn? Gute Arbeit in Avalon Case. Bring Anscheinend mir nicht ein paar viel. Kippen mit aus DC, okay? Ich habe auch jetzt übrigens mal das Spiel ein bisschen lauter gestellt. Nicht jetzt. Weil mir ist aufgefallen in den letzten Folgen, dass das Spiel ein bisschen leise war. Bring mir ein paar Kippen mit aus DC, okay? Müsste jetzt aber besser sein. Wo ist denn jetzt hier Dings? Oh, hier oben war ich auch noch nicht. Oh, was haben wir hier? Habe heute Morgen wieder mit Alloway gesprochen. Er wird nervös wegen der Gerüchte über einen bevorstehenden Angriff der Koalition. Diesmal könnte ich nicht viel mehr aus ihm herausbekommen. Er hat etwas über Pantheon Elite angedeutet. Bisher keine wirklichen Informationen. Vermutlich handelt es sich um Operator. Irgendetwas über unorthodoxe Ausbildung und fortschrittlicher Feldtechnologie. Gestohlen oder intern entwickelt? Hussein ist interessiert, aber er ist eigentlich hinter etwas anderem her. Okay. Gibt es bestimmt auch was mit Schwarzlicht, oder? Überall hingehen kann. Das ist das Gebäude. Ist auch noch eine Tür. Okay. Na ja, gut, wir halten uns jetzt hier nicht ewig auf. Wir wollen kämpfen. Auch hier ist er. Schau doch mal nach Felix im Operationsraum. Was Die Felix? Missionsinfos hängen am Brett. Mit denen konnte ich doch nicht sprechen. Da wollte sie doch nicht. Nicht so hoch hier. Küche. Echt ein großes Haus. Jetzt geht's auf einmal. Wenn du deine Kamera suchst, bist du hier leider genau richtig. Tut mir leid, dass ich nicht vorher was gesagt habe. Was machst du damit? Nur ein paar Änderungen. Vor allem der Einbau eines winzigen Funksenders und selbstverständlich stärkeren Akkus. Er wird nicht ewig halten, aber für unsere Zwecke sollte es reichen. Ist das mein Rekorder? Ach, der. Er enthält zum Glück exakt das Kondensatormikrofon, das ich brauche. Ich habe ihn in dem Haufen da drüben gefunden. Du meinst mein Zeug? Was braucht die Kamera einen Sender? Wozu? Weil ich, mein Freund, nicht vorhabe, mir auf unserer Reise die Hände schmutzig zu machen. Aber ich kann mit dieser Kamera ein weiteres Paar Augen bieten und Ohren. Nein. Ich arbeite noch daran. Sind deine Hände nicht schon schmutzig genug? Mein Ruf ist mir vorausgeeilt. Meine Reise hat viele unerwartete und unvorhersehbare Wendungen genommen. Ich bin auch ohne Waffe in der Hand zufrieden. Das klingt töricht. Wer nichts zu verlieren hat, hat auch nichts zu schützen. Was hast du noch über das Netzwerk der CIA herausgefunden? Oh, so viele faszinierende Dinge. Die Informationen, die eure Behörde über andere Agenten hat, sind bemerkenswert. Wie über unsere Sevati Duma zum Beispiel. Richtig spannendes Material. Und ich glaube, du neigst zur Dramatik.
Sie haben nichts über mich. Was hast du gefunden? Vielleicht ein anderes Mal. Was hast du über mich herausgefunden? Ja, ja, ja. Du bist eine echte Kuriosität, nicht wahr? CIA-Attentäter-Training. Ohne Zweifel, du und Fräulein Dumas, ihr liebt eure grimmigen Geschichten bei einem Kaffee. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Das ist alles für den Moment. Aber jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Marshall will einen Weg in diese Black Site und ich enttäusche nur ungern. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf in die dritte Mission. Geld hat uns ja $10 gefehlt, ne? Leider. Na dann, let's go. Meistgesucht. Missionsübersicht. Dank Felix haben wir erfahren, dass Livingston Adler in einem Black Site unter der Straße von DC geworfen hat. Kein Ort, den man mit einem Reiseführer findet. Wir hatten ihn gerade erst da reingebracht. Und jetzt müssen wir ihn rausholen. Na dann. Aber wir haben ja schon klar, dass er noch auf unsere Seite kommt. Let's go. Die Black Site liegt in einem Teil der Tunnel unter DC. Auf den Plänen, die ich geborgt habe, ist ein Eingang direkt unter Capital Station zu sehen. Die Black Site, in der Adler festgehalten wird, erfordert einen Netzhautscan. Wir haben keinen Zugang. Zumindest nicht mehr. Eine Chance gibt es jedoch, wenn wir schnell genug sind. Am Samstagabend steigt eine Politveranstaltung in der Station. Übernimm, Felix. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, ein gewisser Senator Jack McKenna, hat Sicherheitsfreigabe für die Black Site. Mit einem hochauflösenden Bild seiner Augen kämen wir am Netzhautscan vorbei. Ich arbeite bereits an einer Lösung. Wir gehen zu dieser Spendengala, holen uns vom Senator, was wir brauchen, und befreien Adler aus der Black Site, bevor jemand was merkt. Klingt doch einfach. Was meint ihr? Wird schon. Deswegen hat er also die Kamera gebraucht. Die Kamera funktioniert. Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Hoffentlich bekommt Seth und Case den Netzhautscan. Du machst dir eine Menge Mühe, um diesen Adler zu retten. Wem sagst du das? Wir haben Bill Case. Ton ist deutlich. Du bist am Zug. Hat einen Let's Go. Du betrifft jetzt meine Welt, Case. Oder sollte ich sagen, Jeff Burke. Fotojournalist für den Washington Telegraph. Mach kein Aufsehen. Du kommst problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Okay. Clinton. Gehen Sie bitte weiter. Guten Abend. Und das suche ich mal. Da drin sind Sie fast fertig. Nur zur Info. Viel Spaß. Schönen Abend noch. Hi, ich wollte gerade gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber du musst sehr vorsichtig sein. Langley hat ein Team gebildet, um euch drei zu finden. Und vielleicht haben sie sogar hier Augen. Werdet ihr entdeckt? Vergiss Suspendierung. Livingston wird euch lebendig begraben. Wer hätte es gesagt? Es war schön, dich zu sehen. Wir treffen uns bald. Der steckt doch bestimmt mit drin, ne? Da bist du ja. Pension. Kann man noch irgendwas finden? Nee, wa? Oh. Tut mir leid, Sir. Dieser Bereich ist gesperrt. Okay. Na, dann gehe ich mal zur Dame. Setz dich. Sehe ich gut aus? Wie die Vorzeigefrau eines Wirtschaftsmagnaten. Der Senator ist auf der Bühne. Benutzt die Kamera für ein besseres Bild.
Darf ich ranzoomen? Ja. Siehst du den, der mit Gouverneur Clinton spricht? Sag Hallo zu Senator McKenna. Nutze die Kamera, Case. Hab's. Der Senator gibt heute keine Interviews. Und er geht nirgendwo ohne seinen Sicherheitsdienst hin. Also ist die einfache Option vom Tisch. Hier, nimm das. Gala-Karte. Seth hat verschiedene Möglichkeiten aufgezeichnet, den Netzhaut-Scan des Senators zu erhalten. Nutze die Gala-Karte, um die unterschiedlichen Wege zu entdecken und zu verfolgen. Sie wird beim Erkunden mit Informationen gefüllt. Ich habe nachgeforscht. Anhaltspunkte markiert, um ihn zu isolieren und dicht nah genug für den Netzhaut-Scan heranzubringen. Such was aus. Drei Möglichkeiten haben wir nur. Nimm mal das. Wenn du Fragen hast, jetzt ist der Moment. Ich sage dir, was ich weiß. Warum hast du die Garderobe eingekreist? Als der Senator eintraf, gab ihm mein Kellner eine Notiz. Was immer es war, hat McKenna die Laune verdorben. Er zerknüllte den Zettel und steckte ihn in seine Manteltasche kurz bevor er rein. Frosch im Hals. Wenn wir diesen Zettel haben, können wir die Info sicher zu unserem Vorteil nutzen. Wer ist dieser Amado? Ihr Amerikaner würdet ihn Fixer nennen. Er räumt für eine der fünf Familien von New York City auf. Ich habe schon für ihn gearbeitet. Seit ich hier bin, hat er den Senator im Auge. Nicht auf die nette Art. Vielleicht findest du raus, warum. Könnte für beide Seiten von Vorteil sein. Was ist mit McKeens Frau? Senator McKenna scheint häusliche Probleme zu haben. Er hatte wohl Streit mit seiner Frau. Jede Menge gezwungenes Lächeln. Sie stürmte davon, hat auch nicht mehr mit ihm geredet. Hat ihren Ärger an der Bar ertränkt. Vielleicht solltest du ihr ein offenes Ohr leihen. Danke, Seth, ich überleg mir etwas. Dein Auftritt, Jess Burke. Feinde können mit der Spionagekamera markiert werden, wodurch du ihre Position ständig überwachen kannst. Öffne dafür die Spionagekamera, ziele L2, verharre kurz über dem Feind. Okay. Ah, okay. Interessant. Ich bin noch einen, bitte. Oh, ein Journalist. Hat Ihnen niemand gesagt, dass mein Mann und ich keine Interviews geben oder Fotos machen? Aber Sie sehen toll aus. Könnten Sie Ihrem Mann für ein Foto holen? Mein Mann hat Aufpasser. Eine Sekretärin. Ich bin seine Frau. Auch wenn er das gelegentlich vergisst. Inoffiziell, ich habe eine gewisse Spannung zwischen Ihnen und Ihrem Senator bemerkt. Inoffiziell? Wie amüsant. Also was oder mit wem's mein Mann tut, ist wohl kaum ein Geheimnis. Wenn Sie zum Senator wollen, folgen Sie der Sabberspur bis zu dem hübschen Ding, das halb so alt ist wie er. In der Auktionshalle, da war seine Assistentin zuletzt. Die Assistentin könnte unser Ticket zu einem Fototermin mit McKenna sein. Das ist Anne Johansson. Nicht mein Typ, aber ich verstehe, warum der Senator sie mag. Weil wie das aussieht. Darf ich hier lang? Ja. Okay. Nutze das Mikrofon an deiner Kamera. Tu, als würdest du Fotos machen. Da drüben, McKennas Assistentin. Sie und ihr geheimnisvoller Freund scheinen ein ernstes Gespräch zu führen. Ton ist gut. Denk daran. Bleib im Fokus. Ist mir egal, aber nicht die Belohnung. Wir kriegen dein Geld. Ich sage dir, wenn wir die Wahl abwarten, können wir viel mehr aus ihnen rausquetschen. Und ich sage dir, dass deine Frau von mir weiß. Wir könnten viel mehr abwarten.
Schau, wenn wir ihm heute Abend vom Tape erzählen, kriegt er Panik, wird alles zahlen. Aber wenn wir jetzt nicht zuschlagen, bekommen wir nichts. Vertrau mir einfach. Hier, nimm das Parkticket. Hol das Tape aus dem Auto. Gut. Ich hole es in ein paar Minuten. Einen Senator mit Sextapes zu fressen? Es geht nichts über die Klassiker. Damit haben wir ein gutes Druckmittel gegen McKenna. Schnapp dir sein Parkticket und die Autoschlüssel. Dann hol dir das Tape. Kommst du dir hier langsam vor wie James Bond, ey? Ich beobachte das Mädchen. Nur ein Fotograf. Sobald du das Ticket hast, bring es zum Parkservice draußen. Achso. Ja. Wie unauffällig. Ah, ich geh schon. Sorry. Ups. Hier war ja auch noch einer, oder? Ja. Oh, doch. Ich geh schon. Ja, alles gut. Da. Oh, Geld. Ich habe meine $10 bekommen. Bei dich. Das reicht. Verdammt. Verkackt. Ist gar nicht so einfach. Dauert ja ewig, das Stehen. Sobald du das Ticket hast, bring es zum Parkservice draußen. Muss, glaube ich, warten, bis er zurückgeht. Das ist, glaube ich, meine bessere Chance, ja. Oh, jetzt ja. Perfekt. La la la, wie unauffällig. Echt. Guten Tag. Ticket? Hey, ich muss noch etwas aus meinem Auto holen. Ziemlich kalt heute Nacht. Ich würde nicht zu lange draußen bleiben. Bitte sehr, Sir. Mach ich. Jetzt musst du nur noch das Auto finden. Ja. So viele sind es ja nicht. Wenn am Schlüssel ein Sender ist, kannst du vielleicht die Hupe betätigen. Okay, das hätten sie jetzt nicht markieren müssen, finde ich. Wäre besser gewesen, wenn man es selber finden müsste. Aber okay. Hey, was machen Sie an meinem Auto? Hey, CIA Security ist auf dem Weg zu dir. Tauch unter und bring das Tape zur Frau des Senators. Wieso, was wollen die jetzt von mir? Viel Glück mit dem Netzhaut-Scan. Bin kurz weg für einen Garderobenwechsel. Oho. Das ist schlecht. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp.
Ah, coole Mission. Also, Kampagne gefällt mir bis jetzt echt gut. Bedeutend besser als die letzte. Definitiv besser. Schenk mir nach, ja? Sie wieder. Was jetzt? Schon sie ihren Mann erpressen. Ich habe ihr Video. Ihr Mann fickt seine Assistentin und sie hat es aufgenommen. Bitte nicht so vulgär. Sie erzählen mir das wohl kaum grundlos. Was wollen Sie von mir? Ich will nur den Senator fotografieren. Ein Foto mit Ihrem Mann oder ich schicke dieses Band an die Boulevardpresse. Aber Pressen eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Aber okay. Nun ja, es wäre schön, unsere schmutzige Wäsche nicht so in der Öffentlichkeit zu sehen. Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Sie beschäftigen Miss Johansson, bis ich zurück bin. Danach geben Sie mir, was Sie gefunden haben. Und ich arrangiere Ihren Fototermin. Entschuldigung. Mhm. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. So ein großes Talent. Ja, ich bin's. Ich brauche Ihre Hilfe in einer heiklen Angelegenheit. Ruft ihr jetzt Verstärkung, um mich zu eliminieren, oder was? Ja. Okay. Ja, das stimmt. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was er vorhat. Sorry, aber dafür würde ich niemals 60 Riesen ausgeben. Ich auch nicht. Was? Der Senator spricht heute nicht mit der Presse. Und ab jetzt habe ich Feierabend. Also, ruinieren Sie anderen den Abend. Es scheint, als hätten Sie ein Druckmittel gegen McKean. Ich habe dein Video gefunden. Ich werde es einer sehr interessierten Partei geben. McKean lässt sich nicht gerne erpressen. Dieser Idiot. Wie konnte er das nur zulassen? Wem? Wem geben Sie es? Ein Journalist erkennt eine gute Story, wenn er sie sieht. Ich gebe das an eine interessierte dritte Partei weiter. Was soll das denn heißen? Moment mal. Reden Sie etwa von der Boulevardpresse? Wie viel haben die geboten? Ich verdoppel es. Welche war's? Oh, keine Zeitung, Miss Johansson. Ich bin es. Miriam, bitte. Ich hätte das Video nie wirklich veröffentlicht. Ich wollte nur etwas Geld dazu verdienen. Ist nichts Persönliches. In der Politik ist alles deswegen persönlich. Die Hilfe. Als ob ich nicht wüsste, was unter meinem Dach vor sich geht. Ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwöre, ich habe nichts als Respekt vor dir und deinem Mann. Mein Mann, Gott behüte ihn, ist ein Idiot. Aber er bekommt Stimmen. Ein nützlicher Idiot. Sie hingegen. Ah! Was zum Teufel? Okay. Miriam, bitte. Nicht. Was soll ich nicht, Liebes? Jason, du Schlampe. Ich glaube, Miss Johansson hat zu viel getrunken. Bitte helfen Sie ihr raus. Und zu Ihnen. Deal ist Deal. Ach so. Okay, ich bin da. Worum geht's hier? Ich habe wieder mal deinen Dreck beseitigt. Wie immer. Leider brauchst du eine neue Assistentin. Vielleicht einen netten jungen Mann? Das hätte ich selbst klären können. Ich habe ein Foto versprochen. Wärst du vielleicht so nett? Das ist alles, Schatz. Scher dich weg. Danke für Ihre investigative Sorgfalt. Genießen Sie den Rest Ihres Abends und setzen Sie Ihre Drinks auf die Rechnung meines Mannes. Der Scan ist gut. Gute Arbeit, Chase. Zeit für das Dach.
So kommen wir an Erdler ran. Okay. Gibt's hier noch irgendwo Geld, was ich einsammeln kann? Mal abgesehen von dem teuren Zeug hier und den Maschinen. Irgendwie ist die Mission noch zu ruhig, finde ich. Komme ich hier raus? Ja, hier. Die Dachtreppe ist auf deiner Karte markiert. Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Er führt euch ganz nach unten zur Blackside. Okay. Das wird doch hier noch ins reinste Chaos enden, oder? Darf ich hier lang? Entschuldigung, Sir. Dieser Bereich ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Okay. Halt. Stimmt, hier alles, was rot ist. Okay. Gucken wir mal, ob wir von außen irgendwie... Hier ist einer. Hier steht auch einer. Ah, da muss ich wo hinten drüber springen. Wir scannen den hier mal. Den von mir aus auch. Da sind sogar zwei von den Leuten. Ja, der guckt natürlich jetzt hierher. Wo sind der jetzt hin? Da. Verlaufen. Such nach dem Laden in der südwestlichen Ecke der Haupthalle. Hinten ja. Gibt es einen Weg zum Dach. Haben wir keinen Stress. Drehst du dich jetzt nochmal um? Ich kann gar nicht springen. Oh, what? Frech. Ich kann nicht springen. Tut mir leid, Sir. Dieser Bereich ist gesperrt. Gibt's noch einen Weg da hoch irgendwie? Oh, was ist denn jetzt? Warum? Du kommst mit uns. Nö. Hä? Was war denn das jetzt? Zeit für das Dach. So kommen wir an Erdler ran. Warum hat der jetzt auf einmal... Hä? Okay. Die Dachtreppe ist auf deiner Karte markiert. Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Er führt euch ganz nach unten zur Blackside. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum der mich jetzt, Aber das ein Polizist von außen ist. Tatsache. Okay. Man hier noch irgendwo anders hoch. Hier muss ich hin. Hier ist auch eine Treppe. Hey, verschlossen, natürlich. Gut, Leute, wir machen das dann in der nächsten Folge weiter, denn wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin. Warum? Böser Junge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday. Wir sehen uns.